Beim Fleisch muss ich Unterschiede machen, und zwar zwischen den Organen und dem Muskelfleisch und vor allen Dingen speziell der Leber und allen anderen Organen, weil die Leber, das hatte ich ja gesagt in meinem Video über die Biologie, die Leber braucht Werkzeuge, um den Stoffwechsel durchführen zu können. Und zu diesen Werkzeugen gehören halt Enzyme und Vitamine und Mineralien, und die sind in der Leber in großer Konzentration enthalten, zum Teil auch in Transportform. Und deswegen ist die Leber auf jeden Fall das wertvollste Organ. Und natürlich muss roh gegessen werden. Und zum Beispiel bei den Eskimos ist es so, dass die die inneren Organe roh verzehren, speziell die Leber, und auch die Nomadenvölker, also zum Beispiel, ja, wenn man sich anguckt, halt traditionell, wie sich die Lappen ernährt haben, und auch die Nomaden, die halt in Sibirien, die Mongolen und andere, die Rentierherden pflegen und davon leben und immer mit denen ziehen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Die fressen, oder ja, fressen, die essen das Fleisch roh, aber vor allen Dingen die inneren Organe. Und da kann ich euch wirklich sogar Ausschnitte von Videos zeigen. Wo das dokumentiert wird. Bei den Raubtieren ist es auch so, dass das dominante Tier, also das Anführertier, das darf zuerst über die Beute herfallen, wenn es sich um eine Gruppe handelt. Und auch ansonsten, wenn zum Beispiel Einzelgänger wie Löwen und Luchse, Wölfe und so weiter und auch Raubvögel, das allererste, was die fressen, das ist die Leber. Und dann kommen weitere innere Organe und Muskelfleisch. Es ist oft so, dass die gar nicht alles, die ganze Beute auf einmal essen können. Die lassen das dann einfach liegen, weil die verkraften eben auch Aas, also wenn das schon länger gelegen hat und eben nicht mehr frisch ist. Und das fressen die dann halt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wie auch immer, oder verfüttern es halt an die Jungen. Und nur in seltenen Fällen werden die Knochen gefressen. Also das bleibt normalerweise übrig. Ich habe mal im Wald ein Reh gefunden, das wohl von einem Wolf, von einem Fuchs gerissen worden ist. Und da war praktisch die ganze Bauchhöhle, die war ausgehöhlt und weggefressen. Und die Beine und anderes, das war noch übrig. Das lag dann da so rum. Es war ein scheußlicher Anblick. Ich habe es fotografiert. Also. Aber ich möchte es nicht zeigen. Das ist. Und jetzt Beispiel Fisch und Hähnchen. Da ist es ja so, dass die inneren Organe entfernt sind. Und dann weiß man sofort, das ist minderwertiges Zeugs. Also die Leber ist das einzige Organ, von dem man behaupten kann, dass die Enzyme, Vitamine und Mineralien, die für die Verdauung erforderlich sind, mitgeliefert werden, also vergleichbar zu Nüssen und zusammen allgemein. Und alle anderen Organe oder Muskelfleisch, die sind im Vergleich dazu mehr oder weniger wertlos und deswegen auch schwer verdaulich. Auch die Leber ist schwer verdaulich, weil so wenig Nährstoffe in Transportform vorliegen und vor allen Dingen, weil der Körper ja den Rest auch irgendwie verdauen will. Ja. Jetzt zum Muskelfleisch. Das ist ja das, was am meisten gegessen wird. Also sowohl bei Hähnchen als auch bei Fisch, als auch von Rind und Schwein. Muskelfleisch und zum Teil auch die großen Organe, also die anderen Organe außer der Leber, sind überwiegend, also und überwiegend die anderen Organe, nicht die Leber. Die haben im Körper ja eine spezielle Funktion. Die sind also, wie die Biologen sagen, sehr stark differenziert. Das heißt, hier muss der Körper Vitamine, Enzyme und Mineralien zur Verfügung stellen, um überhaupt erst verdauen zu können. Das heißt, die sind alle schwer verdaulich
Und das Interessante ist, dass in Büchern drin steht, oh, Fleisch ist leicht verdaulich. Das ist eine Lüge. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt auch entsprechend einordnen könnt mit diesen Informationen, die ich hier gegeben habe. Dazu kommt noch was anderes, das auch sehr wichtig ist. Und zwar, wenn man sich halt Obst und Gemüse anschaut, also das mit hohem Wassergehalt, da ist es so, dass all diese Zellen, die die Nährstoffe enthalten, die halt enthalten die Nährstoffe als Grundbaustein. Und das ist sogar in Nüssen und Samen der Fall, weil all diese Nährstoffe dienen ja dem Aufbau. Und Aufbau heißt ja, ich nehme kleine Steine und baue daraus Mauern oder Häuser, um es mal bildlich darzustellen. Das heißt, die liefern alle die Bausteine und nicht Wände oder Mauern oder das ganze Haus. Aber das Fleisch, speziell Muskelfleisch und alle inneren Organe und auch die Leber zu einem großen Teil, die sind wie komplette fertige Häuser. Und hier bedeutet die Verdauung, dass praktisch dieses komplette Haus auseinandergenommen werden muss, damit am Ende die Bausteine, aus denen das gebaut worden ist, übrig bleiben. Also das ist doch leicht erkennbar. Total schwer verdauliches Zeugs. Und da, wenn man in den Büchern liest, dass dann, oh ja, das sei leicht verdaulich und Nüsse und Samen, so was weiß ich, und Brot und so weiter, das sei schwer verdaulich. Ha, ha, ha. Also ich hoffe, dass ihr jetzt verstanden habt, dass das eine richtig große Lüge ist. Und dann vergleichen wir jetzt einfach mal Brot, das ja auch, wie meistens Fleisch ja auch, sozusagen gekocht wird. Das ist ja gebacken worden. Und erstens mal sind da auch nach dem Backvorgang mehr Vitamine drin als in irgendeinem Fleisch. Wie gesagt, Ausnahme ist rohe Leber. Weil wenn die Leber gebacken und gebraten wird, dann ist auch vorbei. Ne? Und vor allem, es ist ja so, dass der Körper, gerade der Erwachsene, der ist ja nicht mehr im Aufbau. Das heißt, der braucht hauptsächlich Energie. Und im Brot sind ja Kohlenhydrate drin. Und die sind relativ leicht verdaulich. Das merkt ihr ja, wenn er kaut. Die Enzyme, die der Körper zur Verfügung stellt, also der Mundspeichel, da merkt ihr schon, das wird süß. Und süß heißt, da ist Stärke in Zucker verwandelt worden, also in die Transportform. Weil Zucker ist ja wasserlöslich. Und es ist egal, welche Sorte das ist, ob das Einfachzucker oder Zweifachzucker ist. Es ist wasserlöslich und das ist relativ leicht verdaulich. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man mal vergleicht, Stärke und Zucker im Vergleich zu Fett und Eiweiß, da ist es folgendermaßen. Wenn ich als Maßstab die Kohlenhydrate nehme und sage, das sind 100%, dann für den Energiehaushalt, also für die Energieerzeugung, bedeutet das, dass nur ungefähr 25%, nee, warte mal, wie war das? Ich glaube, 20% des Fettes wird in Energie verwandelt und nur 10% des Eiweißes. Das heißt also, für unsere Energieversorgung im Vergleich zu stärkehaltigen Nahrungsmitteln oder Obst und Gemüse sind alle Fleischprodukte, weil sie ja überwiegend Fett und Eiweiß enthalten, total minderwertig für die Energieversorgung im Vergleich zu Brot oder Samen und Nüssen. Wobei eben die Getreidesamen eben wegen ihres hohen Anteils an Kohlenhydraten wesentlich günstiger sind in der Energiebilanz als zum Beispiel Nüsse. Aber die Nüsse haben den großen Vorteil, dass sie eben, wie gesagt, die Vitamine und Enzyme mitliefern, die erforderlich sind für die Verdauung. Und da kann Fleisch einfach nicht mithalten. Fleisch gibt es zwar auch Mineralien, die aber erst frei werden, wenn die Verdauungsarbeit, die ja sehr aufwendig ist, wie ich gesagt habe, beendet worden ist. Erst dann stehen die zur Verfügung, das ist das eine. Und das andere ist, dass dadurch, dass sie so stark differenziert sind, also praktisch als fertiges Haus daherkommen, sind sie deutlich minderwertiger als zum Beispiel die Fette und Eiweiße in Nüssen oder anderen Samen. Weil sie eben in den Samen und sogar auch im Eigelb
eben als Grundbausteine vorkommen, wobei die Grundbausteine in den Pflanzen aller Art eine ganz andere Qualität haben als die im Ei. Also die im Ei sind speziell angepasst eben an das Wachstum eines Kükens, während sie in den Pflanzen halt genau die Bausteine, Grundbausteine mitgeliefert werden, die auch der menschliche Körper am besten gebrauchen kann. Also wirklich ganz elementar, rudimentär. Eine Anmerkung noch zu den Leguminosen, also zu Erbse, Bohnen und Linse. Die hatte ich bis jetzt vergessen zu betrachten. Also die bestehen ja auch hauptsächlich aus Eiweiß und Kohlenhydraten, wenig Fett. Und die sind im Vergleich zum Getreide auch weniger wertvoll, aber sie enthalten hochwertige Eiweiße im Vergleich zum Fleisch wieder als Grundbausteine. Weil es ist ja ein Samen, aus dem soll ja die Pflanze werden. Also sind das auch keine fertigen Häuser, die da als Eiweißbausteine vorliegen, sondern das sind Grundbausteine, kleine Eiweißbausteine. Und so will Aminosäuren. Und in Fleisch liegt ja das Eiweiß nicht als Aminosäure vor, sondern da sind Aminosäuren wie die Steine im Haus mit den anderen verbunden. Das sind komplexere Verbindungen. Und deswegen sind auch die Leguminosen viel leichter verdaulich als irgendein Fleisch. Jetzt noch eine Anmerkung zur Leber. Wie die mit Nährstoffen oder mit Nahrungsmitteln umgeht, wenn man die mischt. Also wenn man zum Beispiel Gemüse mit Fleisch mischt oder zum Beispiel Getreide mit Leguminosen. Und da muss die Leber ja, beziehungsweise die Verdauungsorgane haben ja dann mit allen möglichen Bausteinen zu tun, die es überhaupt gibt. Und die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, wie man der Verdauung oder dem Körper erleichtern kann, die Nahrung zu verdauen? Naja, ihr ahnt es schon, also je mehr man mischt, desto größer ist die Schwierigkeit, das zu verdauen, weil es fängt ja schon im Magen an, eigentlich schon im Mund. Der Magen muss ja dann in der Lage sein, auf praktisch alle Sorten Nahrungsmittel einzugehen und die Verdauungssäfte darauf einzustellen. Das ist natürlich nicht so einfach, als wenn es nur mit einem Obst oder mit einem Blattgemüse oder Salat zu tun hat oder eben halt mit einer Gemüsesuppe, wo dann halt auch Leguminosen drin sind oder eben halt mit den typisch deutschen Essen, wo man eben Fleisch hat und dann Kartoffel daneben und dann noch Gemüse. Also hat man Stärke, da hat man in Transportform aus dem Gemüse und man hat das schwer verdauliche Fleisch dabei. Also sowas ist natürlich äußerst ungünstig, aber es gibt Leute, die haben so eine gute Verdauung, die kommen damit zurecht. Also als Ergebnis dieser Betrachtung, es ist am besten, möglichst wenig zu mischen und es ist günstig, wenn man zuerst das leicht verdauliche isst und später dann das etwas schwerer verdauliche. Und das würde also dann bedeuten, dass man am Anfang eben Obst hat und nicht als Nachtisch nach dem Essen, dass man dann als nächstes zum Beispiel den Salat hat. Und es wäre günstig, wenn man dann ein bisschen wartet, weil auch der Magen verdaut schon, weil das, was in Transportform ist, das nimmt der Magen schon auf, aber es dauert. Also ich habe festgestellt bei mir, dass ich Obst nicht in der Lage bin, wie es oft behauptet wird, so in 15 bis 30 Minuten zu verdauen. Also wenn ich den Magen sozusagen voll habe und habe zum Beispiel 2 Orangen gegessen, sagen wir mal, das ist 300 Gramm Fruchtfleisch, das habe ich nicht in einer halben Stunde verdaut, überhaupt nicht. Selbst Säfte, selbst ein Fruchtsaft, also wenn ich zum Beispiel die Orange auspresse oder ich mache mir einen Saft von Karotte und Apfel oder so, ne? Das kommt ja in Transportform, also das ist aus meinem Magen noch nicht raus nach einer halben Stunde, wenn das so, was weiß ich, 300-400 Milliliter sind. Also das ist meine Erfahrung. Es gibt mit Sicherheit Menschen, bei denen das der Fall ist, aber bei mir war es nicht der Fall. Das heißt, ihr müsst es ausprobieren, weil es kann sein, ihr gehört entweder zu einer oder zur anderen Sorte oder irgendwas dazwischen drin.